Hallo alle zusammen. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie die Datensicherung einrichten, ein Backup erstellen und Windows Server auf den vorherigen Status zurücksetzen können. In diesem Video werde ich Ihnen auch zeigen, wie Sie die verlorenen Informationen bei der Formatierung der Festplatte zurückerhalten können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Der Verlust wichtiger Daten oder ein Ausfall des Betriebssystems kann aus verschiedenen Gründen auftreten, zum Beispiel aufgrund eines Systemupdates, eines Virenangriffs, eines unansamen Löschens, eines Systemausfalls, eines männlichen Fehlers, des Leerens des Papierkorbs, des Formatierens einer Festplatte und so weiter. Wenn Sie auf eines dieser Probleme stoßen, machen Sie sich keine Sorgen. Dieses Video hilft Ihnen dabei, den Servern wieder funktionsfähig zu machen und die verlorenen Informationen wiederherzustellen. Wenn Dateien unter Betriebssystem Windows Server gelöscht werden, verschwinden sie nicht von der Festplatte. Sie können dennoch aus dem Papierkorb wiedergestellt werden, wenn die Dateien nicht über den Papierkorb hinaus gelöscht wurden. Und selbst wenn sie dauerhaft aus dem Papierkorb entfernt wurden, ist es dennoch möglich, sie wiederherzustellen. In Windows verschwinden Dateien nie spurlos. Nur den Speicherplatz auf der Festplatte oder auf einem anderen Speichermedium wird als derjenige markiert, auf dem neuen Informationen geschrieben werden können. Sie können Informationen wiederherstellen oder die Funktionalität und die vorherige Ansicht des Systems aus einer Sicherung wiederherstellen. Wenn keine Sicherheitskopie vorhanden ist, verwenden Sie ein spezielles Wiederherstellungsprogramm. Backup Windows Server ist der wichtige Teil Ihrer täglichen Serververwaltung. Mit Backups können Sie Daten in Situationen wiederherstellen, in denen sie verloren gehen. Die Sicherheitsfunktion ist aus der Serverversion von Windows nicht standardmäßig installiert. Um sie zu installieren, öffnen Sie das Menü Start, suchen Sie den Server Manager und führen Sie ihn aus. Starten Sie im Manager Assistent zum Hinzufügen von Rollen und Future. Klicken Sie hier auf Weiter. Ändern Sie nicht den Installationstyp. Ändern Sie nichts auf der Registerkarte Serverauswahl. Jetzt gehen wir zu den Futures über. Suchen Sie das Future Windows Server Sicherung in der Liste, aktivieren Sie das Kontrollkästchen daneben und klicken Sie auf Weiter. Und dann klicken Sie auf Installieren. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen. Die Installation Windows Server Sicherung war erfolgreich. Windows Server Backup steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Um eine Sicherheitskopie zu erstellen oder eine geplante Sicherung einzurichten, öffnen Sie Server Manager Tools Windows Server Sicherung. Geben Sie zum schnellen Start in die Suchleiste Wadmin MCKey ein. Folgende Funktionen stehen hier zur Verfügung: Sicherheitsplan konfigurieren, Einmalsicherung, Wiederherstellung und Leiseingestellungen konfigurieren. Um geplante Sicherung automatisch einzurichten, öffnen Sie Archivierungsplan. Gehen Sie bei der Auswahl eines Konfigurationstyps die Sicherungskonfiguration an, vollständiger Server,
alle Serverdaten, Anwendungen und den Systemstatus sichern. Oder Benutzer definiert. Benutzer ein definiertes Volumen, Dateien für die Sicherung auswählen. Gehen Sie die Sicherungszeit an und geben Sie an, wie häufig soll eine Sicherung durchgeführt werden. Wählen Sie den Ort aus, an dem Sie die Archive speichern möchten. Sie können den Netzwerkpfad angeben. Wenn Sie einen Netzwerkordner auswählen, wird eine BAN-Anrichtung angezeigt. Wird als Speicherziel für geplante Sicherung freigegebener Remote-Ordner verwenden, wird die vorherige Sicherung durch jede aktuelle Sicherung gelöscht, sodass immer nur die neueste Sicherung zur Verfügung steht. Geben Sie den Netzwerkpfad an und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie nur eine Sicherheitskopie benötigen, wählen Sie einmal Sicherung. Wählen Sie Benutzer definiert, wenn Sie einen bestimmten Ordner oder bestimmte Dateien auswählen möchten. Und fügen Sie Elemente für Sicherung hinzu. Geben Sie den Speicherort für die Sicherheitskopie an und um den Aktivierungsprozess zu starten. Sicherung. Nachdem die Sicherheitskopie erstellt wurde, betrachten wir nun eine Situation, in der Sie den Windows-Server-Wiederherstellungsprozess ausführen müssen. Es gibt verschiedene Fälle von Systemausfällen. Wenn Sie über ein Backup verfügen, verbringen Sie viel weniger Zeit mit der Wiederherstellung als mit der Neuinstallation und Konfiguration. Um Windows-Server aus dem vorherigen Status zurückzusetzen, öffnen Sie Server-Manager, Tools, Windows Server Sicherung. Wenn Sie das Element Wiederherstellung öffnen, werden Sie aufgefordert, den Speicherort des Archivs auszuwählen. Dieser Server oder eine an einem anderen Speicherort gespeicherte Sicherung. Geben Sie einen Netzwerkordner oder ein lokales Laufwerk an, in dem Archiv gespeichert ist. Wählen Sie aus, welche Serverdaten möchten Sie wiederherstellen weiter. Wählen Sie ein verfügbares Archiv aus, das wiederhergestellt werden soll. Markieren Sie, was wiederhergestellt werden muss. Geben Sie einen Ordner für die Wiederherstellung an Weiter. Und um den Wiederherstellungsprozess zu starten, klicken Sie auf Wiederherstellen. Wie viele Dateien wiederhergestellt werden können, wird berechnet und der Vorhang beginnt. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen. Wenn Sie eine Wiederherstellungs-CD haben, können Sie Ihr System von dieser wiederherstellen. Starten Sie dazu vom Flash-Laufwerk oder dem Festplatte der Installation. Klicken Sie im Windows-Installationsfenster auf den Link Repair Your Computer. Wählen Sie dann Element Problembehandlung aus. Dann System-Image Wiederherstellung. Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus. Danach öffnen Sie das Fenster Re-Image Your Computer. Geben Sie Image an und klicken Sie auf Weiter. Sie können das Häkchen gegenüber dem Element Format Interpretation Disk lassen. Und wir bestätigen die Wiederherstellung des Computers aus dem Image. Wir warten auf den Abschluss des Prozesses. Nach dem Neustart wird der Service auf den Status der letzten Sicherung zurückgesetzt. Verwenden Sie bei einem Informationsverlust aufgrund eines Ausfalls des Windows-Servers Betriebssystems ohne Sicherung
ein Dienstprogramm eines Drittanbieters, um Daten wiederherzustellen. Unter den vielen Tools zur Datenwiederherstellung empfehlen wir Ihnen unser Programm Hetman Partition Recovery. Wenn Sie Dateien nach der Neuinstallation des Betriebssystems wiederherstellen möchten, können Sie sicher sein, dass Hetman Partition Recovery Ihnen dabei hilft. Das Dienstprogramm scannt Ihre Festplatte oder Ihr externes Speichergerät, findet verlorene Daten und kann diese problemlos wiederherstellen. Gehen Sie wie folgt vor, um Daten wiederherzustellen. Schritt 1. Schließen Sie ein Laufwerk auf einen anderen Windows-Computer an, laden Sie das Programm Hetman Partition Recovery und installieren Sie es. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Computer nicht mehr verwenden sollten, nämlich die Festplatte, auf der sich wichtige Informationen befanden. Es wird auch nicht empfohlen, das System neu zu installieren, da sonst die Daten beim Überschreiben verloren gehen und Sie sich nicht zurückerhalten können. Schritt 2. Wählen Sie im Laufwerkmanager Ihr Gerät aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Öffnen. Versuchen Sie zuerst schneller Scan. Es wird weniger Zeit dauern. Wenn das Programm die gelöschten Daten aufgrund eines schnellen Scans nicht findet, führen Sie vollständige Analyse durch. Schritt 3. Der Dateiwiederherstellungs-Scan-Assistent scannt sofort das auswählte Datenträgervolumen und zeigt die Scanner-Ergebnisse auf der rechten Seite des Fensters an. Schritt 4. Nach Abschluss des Scans müssen Sie nur die gelöschten Dateien markieren, die wiederherstellen werden müssen, und auf die Schaltfläche Wiederherstellen klicken. Geben Sie den Speicherort für die Daten an und klicken Sie auf Speichern. Mit dem Programm können Sie auch ein Disk-Image erstellen und Daten aus dem Image wiederherstellen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass verlorene Informationen wiederhergestellt werden. Da die Daten bei mehreren Scans einer Festplatte zerstört werden können. Ich hoffe, diese Anleitung hat Ihnen geholfen, den Windows Server wieder funktionsfähig zu machen und die verlorenen Informationen zurückzugeben. Jetzt können Sie das Betriebssystem wiederherstellen und den vorherigen Status beibehalten. Sie müssen es nicht neu konfigurieren und alle Dateien befinden sich an Ihrer Stelle. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Daumen hoch, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.